Wir sind Sissi und Pat und das ist Luise. Und wir zeigen euch heute unser Cottage am Schloss. Kommt gerne mit rein. Das Gebäude selbst ist ungefähr aus dem 17. Jahrhundert und war früher das Verwaltungsgebäude von dem Schloss gegenüber. Wir lieben das Idyllische hier einfach, unser kleines Steinhaus. Totaler Kontrast zu unserer Wohnung in Berlin, die wir hatten. So, hier befinden wir uns in unserem Eingangsbereich, der geprägt ist von einer großen, massiven Werkbank. Genau, die sich hier eigentlich perfekt in diese Zeile schmiegt und auch mit der Heizung eins wird. Das Waschbecken, das hatte jetzt grundsätzlich keinen Zweck, aber wir finden es einfach wunderschön und deswegen hat es jetzt erstmal den Platz gefunden. Hier geht's weiter in unser Wohnzimmer. In unser Vorwohnzimmer. Eines unserer Highlights ist eigentlich definitiv unser Kamin. Das war auch das allererste, mit was wir uns beschäftigen mussten, weil wir haben natürlich nie mit Holz geheizt in Berlin. Und so musste man sich erstmal einen Bauern suchen, der uns das Holz liefert. Ja, genau. Und dann war das mitten in einer Phase, wo irgendwie auch alle Öfen ausverkauft waren. Und wir haben dann glücklicherweise in Frankreich diesen Ofen gefunden. Hier sitzen wir auf unserem gestreiften Sofa, was wir vintage gefunden haben, und schauen in den Kamin rein. Genau, also gucken wir ins Feuer, schweben so ein bisschen in Erinnerung, wie wir die Sachen gefunden haben, wie wir sie aufbereitet haben. Das ist unser Essbereich mit einem schönen runden Tisch. Den wollte ich schon immer haben. Ich wollte schon immer einen runden Tisch haben. Genau, und ich wollte immer einen Fiberglastisch haben. So, das war einfach die perfekte Lösung für uns. Genau. Der steht einfach im Kontrast zu unseren Holzmöbeln, unseren alten Holzmöbeln. Die sich eigentlich auch durch die ganze Wohnung ziehen. Also wir haben die wirklich auch gesammelt und aufbereitet und so finden die immer einen Platz in der Wohnung, aber auch in den Garten. Genau, und im Kontrast steht dann eben auch noch das Silbergeschirr, was irgendwie auch aus so einer vergangenen Zeit kommt. Und wenn wir unsere Dinner haben, dann benutzen wir meistens auch die große Gabel und den großen Löffel. Nein, das ist natürlich ein Scherz. Aber die haben wir beispielsweise jetzt aus einem Theaterfundus, die irgendwann mal für ein Theater hergestellt wurden. Und wir mögen skurrile Sachen. Genau. Dinge, die ganz, ganz groß sind oder ganz, ganz, ganz klein. Genau. Jetzt habt ihr das erste Mal die Möglichkeit zu sehen, wie weitläufig diese Wohnung ist und dass man theoretisch vom Esszimmertisch bis hinter zum Schlafzimmer blicken kann. Und hier geht es auch weiter mit unserem Regal, was wir in Italien gefunden haben, wo auch unsere ganzen Schätze aufbewahrt sind, Dinge, die wir jeden Tag brauchen, Dinge, die wir aber auch einfach nur hübsch finden. Wir wollten unbedingt einen Raffrollo haben und haben dann den Stoff in Italien auch wieder gefunden, genau, von einer alten Villa. Wir waren da irgendwo am Ende der Welt in der Toskana und waren in irgendeinem Laden, dann war dieser Vorhang, der aus dem Schloss war, haben dann die Rückseite entfernt und haben dann aus den ganzen Vorderseiten die Vorhänge genäht. Genau, die sich hier durchs ganze Wohnzimmer sozusagen ziehen. Und wir mögen es auch super gerne, dass wir unser Geschirr, was wir täglich benutzen, mit irgendwelchen verrückten Gegenständen schmücken und dekorieren. Und das ist alles so ein bisschen was Kindliches, ein bisschen wie ein Zirkuserlebnis hat. Unser Hauptaugenmerk fällt auf dieses Sofa. Also eigentlich müsste man sagen, wir verbringen am Schreibtisch die meiste Zeit, was aber gelungen wäre. Wir verbringen auf jeden Fall die meiste Zeit hier drauf. Es ist viel gemütlicher, hier mit Laptop zu sitzen und in die Tasten zu hauen. Aber hier wird auch Fußball geguckt. Wir sind große Fußballfans. Hier wird auch Fußball geschaut. Wir wollten einfach eine große Insel, wo wir zu dritt, also mit Luise, immer unsere Abende drauf verbringen können. Wir haben tatsächlich in der ganzen Wohnung oder auch im ganzen Haus überall diese Baumstämme verteilt. Genau, ich habe da überall Rollen hingemacht. Es sind so bewegliche Module, die wir für verschiedene Sachen benutzen. Die kann man von hinten nach vorne schieben, man kann Sachen draufbauen, man kann davon essen. Die sind einfach da, um so ein bisschen Bewegung und auch die Natur von außen wieder nach hier innen zu bringen. Genau. Also wieder zurück. Wenn wir nicht draußen kochen, kochen wir hier drin.
wir mögen es einfach, wenn alles so ein bisschen modular ist und man kann es bewegen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man könnte dann auch einfach sagen, man nimmt das Modul raus, besorgt sich einen Holztisch und baut das Waschbecken ein. Also es gibt dann auch so ein bisschen Freiheit, dass ich mich jetzt mit der Küche nicht für mein Leben entschieden habe, sondern einfach Möglichkeiten habe, was zu verändern. Auch hier findet ihr noch eines unserer Highlights. Das ist eine Pappmaché-Maske, die wir in Arezzo auf einem Antikmarkt gefunden haben. Und um sich das Abwaschen zu versüßen, schauen wir dann als gern mal da drauf. Genau. Ja. Weiter geht's ins Schlafzimmer. Den besten Blick tatsächlich hat man von hier aus, denn man sieht die komplette Wohnung einmal. Morgens hier aufwachen, Cappuccino in der Hand und einfach unsere Wohnung zu sehen. Wir haben tatsächlich schon immer nach einem Rattanbett gesucht und haben das dann gefunden. Und ja, jetzt steht's hier und hinten dran sind Pets Lieblingsobjekte. Die sind angeblich aus einer Kirche in Sizilien. Und die hängen seit wir angezogen sind hier neben dem Bett. Das sind Schutzpatronen, die sollen uns beschützen. Also wie ihr seht, es sind viele Sachen sehr ruhig und eher eintönig, aber wir haben immer wieder Elemente, die halt auch Farbe mit sich bringen oder eben verschiedene Streifen quer, hochkant, die wir sehr mögen. Ja, ich mag es echt gern. Ja. Ich bin richtig happy. Ja. Ich mag es wirklich gern. Hier geht es in unser Badezimmer. Es ist super cool, denn es ist direkt am Schlafzimmer. Und hier könnt ihr unsere langen Vorhänge sehen. Genau, da haben wir auch lange gesucht, aber es gab natürlich nichts in der Länge und perfekt auf den Boden abgepasst. Und so haben wir die auch selber gemacht. Das spiegelt sich dann eben auch wieder hier an der Verkleidung von dem Waschbecken. Wir mögen nicht, wie dieses hässliche Rohr unten verläuft, also haben wir einfach diesen Vorhang gebaut. Genau. Und auch hier haben wir zum Beispiel wieder die Heizung verdeckt, weil es einfach viel schöner ist, wenn hier ein Stoff hängt. Genau. Und das alles so ein bisschen auch. Keine Heizung für uns, keine Rohre, keine Heizung für uns. Hier befinden wir uns jetzt im allerersten Raum des Hauses. Das ist der sogenannte Gartenraum. Hier leben und arbeiten wir, verbringen sehr viel Zeit in diesem Raum. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum wir so viel Silber besitzen. Aber wir sind tatsächlich Antiquitätenhändler und fahren mit unserem schönen gelben Mercedes durch ganz Europa und sammeln die Sachen auf, kaufen sie. Was natürlich auch noch super spannend ist in diesem Raum, ist dieser wahnsinnig große Tresor, in dem früher das Geld gelagert wurde. Und heute dient er als unser Stofflager. My God, non posso proprio. Wenn wir Tische eindecken, wenn wir mal wieder irgendwie Gardinen verändern wollen. Hier drin befindet sich alles, was wir an Stoffen haben. Ja, jetzt sind wir hier in unserem Garten. Das ist eigentlich der Ort, an dem wir die meiste Zeit verbringen, im Sommer, im Herbst. Also generell eigentlich immer ist unser Lieblingsort. Genau, im Sommer ist es vor allem hier relativ kühl, weil die Wände das irgendwie alles ein bisschen zurückhalten. Und hier haben wir unsere Stahl-Outdoor-Küche, die wir noch aus Berlin mitgebracht haben. Hier kann man wirklich kochen und ja, wir machen auch Aperitivo hier. Das ist eigentlich wirklich so unser Herzstück im Schatten, wo wir einfach ja, im Sommer eine gute Zeit haben. Ja. Seht, ist unser Garten sehr wild. Wir versuchen ein bisschen was zurückzuschneiden, aber es darf auch gerne wachsen, wie es möchte. Es soll auch ein bisschen wie ein britisches Cottage sein, auch wenn wir in Unterfranken sind. Genau, wir lieben das Unperfekte. Es darf gerne mal ein bisschen drauf getrampelt werden. Es darf was höher wachsen. Seht
ja auch schon versteckt den Turm, den wir sehr lieben. Der ist nicht mehr Teil unseres Hauses, aber der ist Teil vom Schloss. Statt Sonnenliegen haben wir uns tatsächlich für ein Outdoor-Bett entschieden, was wir selber zusammengebaut haben. Da haben wir mal einen Anruf bekommen, dass jemand eine Schreinerei auflöst. Und dann sind wir da hingefahren und haben dann dieses Gestell gesehen und hatten dann wirklich auch direkt die Idee, dass wir daraus ein Bett machen. Es ist halt perfekt geeignet. Jetzt geht's hinter zu uns in den Garten. So ein bisschen mein kleines Paradies. Genau, hier befindet sich alles Mögliche, alles, was wir täglich zum Kochen brauchen, von Rhabarber zu Rucola. Und ich komme dann meistens aus dem Haus mit zwei Cappuccino in der Hand und dann setzen wir uns hier nochmal hin auf unsere schönen französischen Gartenstühle und genießen die Ruhe. Ja, mag ich auch gern. Setze ich mich doch gleich mal hin. Perfekt mit der Kirche. Nee, es ist perfekt hier auch zum Lesen und auch morgens hier lang zu laufen, wenn das Gras noch feucht ist. Und das war eigentlich immer so ein bisschen auch mein Traum, so einen kleinen übersichtlichen Garten zu haben. Gerne zeigen wir euch noch den vorderen Bereich. Befinden wir uns unter unserem großen Kirschbaum, der uns Schatten spendet. Viel Schatten spendet. Und was wir auch lieben, sind unsere ganzen Stoffe, die wir gesammelt haben, die einfach robust sind. Das sind alte Bettlaken. Man sieht den Dreck nicht so drauf, der natürlich immer drauf liegt, wenn man so viel in der Natur ist. Das war im Endeffekt ein Bettlaken, was wir links und rechts aufgetrennt haben, ja, um einfach eine gewisse Länge zu erreichen und dann diese 200 Meter Tische zu covern. Und dann kann es auch immer alles so ein bisschen unperfekt aussehen. Die Kirschen können drauf fallen. Das Gute hier an dem Haus oder auch, dass wir von Berlin hierher gezogen sind, ist einfach, dass wir die Möglichkeit haben, viel mehr kreativ sein zu können. Also wir haben einfach den Platz, wir haben die Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren, einfach ja auch die Ruhe zu genießen. In Berlin war das halt immer so, dass wir in den Park fahren müssen, 20 Minuten lang, dann konnte das mit dem Hund nicht funktionieren, weil der Hund nicht rein durfte. Und das sind alles immer so Faktoren, die uns am Ende des Tages dann auch extrem genervt haben. Ja, das stresst dich auch, weil wir lieben die Natur und Luise ist hier überall unterwegs und kann sich hier frei bewegen im Garten. Und ja, das ist einfach, gibt uns einfach mehr Freiheit und auch mehr Gelassenheit. Von der großen Stadt Berlin in das kleine unterfränkische Dorf, um einfach hier unsere Ruhe zu finden. Und niemanden sehen. Hunde und Pferde und die Vögel, die hier rumzwitschern. Genau. Das war's, ja. Das ist wirklich gut, ja. Genießen wir wirklich sehr. Schön, dass ihr da wart in unserem kleinen Cottage. Für mehr Videos klickt hier und abonniert den Kanal. Ciao. Ciao.